Herzlich willkommen zum zweiten Advent. Heute geht es um Freude, die Jesus in die Welt bringt. Und das betont auch unser Wochenspruch. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nah. Dass Gott Freude in unser Leben bringt, darum bitten wir ihn, auch heute, auch in diesem Gottesdienst, mit Liedern, Gebeten und jetzt mit einem Psalm. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Dieses Konzert wird für ein Schallplattenalbum für Columbia Records aufgezeichnet und deswegen sollt ihr bitte nicht Hölle, Mist oder sonst irgendetwas in dieser Richtung sagen oder rufen. Der Sänger Johnny Cash hat hörbar Freude bei dieser Konzertansage. Und die Gefangenen lachen und klatschen und jubeln laut und jetzt ist klar, dieses Konzert wird was. Es ist 1968. Und Johnny Cash spielt das Konzert seines Lebens. Die letzten 10 Jahre hat er ungefähr schon 30 Konzerte in Gefängnissen gespielt. Das war ihm wichtig, weil er die Schattenseiten des Lebens kennt. Und so hat er sich konsequent für die Rechte von Gefangenen, für einen menschenwürdigen Strafvollzug eingesetzt. Die Plattenfirma, die wollte Johnny Cash davon abbringen, ein Konzert im Knast aufzunehmen. Die hielt es nicht für ein lukratives Geschäft, aber er hat sich durchgesetzt, er hat das Konzert gespielt. Und dieser freiwillige Gang hinter die Gefängnismauern, der wird ein entscheidender Schritt in der Karriere von Johnny Cash. Ja, vor dem Konzert, da hat er einiges durchgemacht, einige Krisen durchlebt. Nach dem Konzert ist er ein Superstar. Und auch noch heute, nach 47 Jahren, da kennen und schätzen Menschen diese Musik, da wippen, pfeifen, tanzen und singen die mit. Das ist eine Freude, die sich überträgt. Das Album Folsom Prison, das hat mittlerweile sich 6 Millionen Mal verkauft, eins der erfolgreichsten Alben des Künstlers. Aber
nicht der Geschäftssinn hat ihn getrieben, sondern eine tiefe Überzeugung. So viele von uns leben wie Gefangene. Das hat Johnny Cash zu seinem Konzert im Hochsicherheitsgefängnis gesagt. Und deshalb singt er seine Lieder von Schuld, Trauer, Angst und Hoffnung an einem Ort, wo das täglich Realität ist. Und er hätte wohl keinen besseren und treffenderen Ort wählen können. Hoffnungslieder kommen aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Momente der Freude kommen aus einer Welt hinter Gittern. Und manchmal ist es genauso. Da kommt das, was uns froh macht, unerwartet, aus einer ganz anderen Welt. Da erreicht uns etwas, was uns Mut gibt und Freude schenkt, an einem Platz, wo man das am allerwenigsten erwartet. Der Bibeltext für unseren heutigen Sonntag, der handelt auch von Freude und auch von Freude im Gefängnis. Paulus, der hat ihn an die Gemeinde Philippi geschrieben und er sitzt im Gefängnis. Er weiß noch nicht einmal, ob er das überleben wird. Und trotzdem schreibt er so: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Wann haben Sie sich zum letzten Mal eigentlich gefreut? Wann zum letzten Mal aus lautem Hals gejubelt? Beim Fertigstellen eines Projekts, das Sie erfolgreich abgeschlossen haben? Wenn gerade so noch einmal etwas gut gegangen ist? Beim Jubel nach dem Tor der Lieblingsmannschaft? Da haben wir in Mainz ja gerade so unsere Probleme damit. Aber so oder so, es gibt sie immer, diese Momente der puren Freude, wenn die Sorgen und wenn das Kreisen der Negativgedanken so einen Moment Pause machen. Und manchmal dann fängt man aus dem Jubel auch spontan heraus an zu singen und merkt, es geht dann gerade nicht leise. Diese Freude, die ist nicht planbar, die ist nicht erzwingbar. Paulus, der ist von so einer Freude ganz erfüllt. Und das kann auch die äußere Situation, das Gefängnis, nicht verhindern. Der hat etwas gefunden, das ihn trägt im Leben und auch im Sterben. Und das macht ihn frei, frei und unabhängig von Erwartung und aller Situation. Das ist wie eine Stimme, die kontinuierlich zu ihm spricht: Fürchte dich nicht. Und deshalb ruft er selbst im Gefängnis sitzend zur Freude auf, weil er sie im Innersten spürt. Und Paulus ist da natürlich nicht der Einzige in der Bibel. Auch die Maria freut sich, der geht es ähnlich. Die Nachricht von der Geburt Jesu, die löst Freude aus. Als Maria angekündigt wird, dass sie Jesus zur Welt bringt, da fängt sie spontan an zu singen. Meine Seele, die erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das heißt, Maria fühlt sich ernst genommen. Zunächst einmal fühlt sie sich wahrgenommen und wichtig genommen. Gott sieht mich an, ganz so wie ich bin. Und dieser Blick, der macht für sie alles anders. Der lässt sie die Geburt Jesu als ein Wunder begreifen. Der lässt sie spüren, dass da Gott in ihrem Leben ganz konkret da ist, bei ihr, ja sogar in ihr, als ein Kind. Und das erfüllt sie voller Freude und sie singt. Und nicht nur Paulus und nicht nur Maria freuen sich.
nach der Geburt Jesu in einen ärmlichen Stall, da wird sich Jesus mit den Ausgegrenzten und den Schwachen umgeben. Gerade mit denen, die ihn brauchen. Er verbreitet oft Freude da, wo man sie am allerwenigsten erwartet. Und er geht auch gezielt zu denen hin, denen es vielleicht äußerlich gut geht, die aber innerlich von etwas gefangen sind. Und er hört ihnen zu, er heilt sie, er spricht zu ihnen und macht dadurch vor allen Dingen einmal eins, verbreitet Lebensfreude. Tiefe Freude, die auch bleibt, wenn es einmal nicht gut läuft. Das ist eine Botschaft, die lässt sich nicht erzwingen und sie lässt sich nicht billig herbeipredigen. Aber es lässt sich davon erzählen, dass Menschen das immer wieder spüren durften und besonders da, wo sie es am allerwenigsten erwartet haben. Wie eine Botschaft aus einer anderen Welt. Das ging den Menschen im Folsom Prison so, den Gefangenen. Das ging ganz sicher Johnny Cash so, dem, der für diese Gefangenen gesungen hat. Und Millionen von Plattenhörern danach, mich eingeschlossen, die immer einmal wieder Freude an dieser Musik finden. Das ging Maria und das ging Paulus so. Das ging den Menschen so, die Jesus begegnet sind. Und ich wünsche das Ihnen, ich hoffe es und ich glaube das ziemlich fest, dass Ihnen das auch so gehen wird. In irgendeinem Moment in diesem Advent. Dass da eine wirkliche Freude da ist. Amen. Fürbitten. Du wirst kommen, Gott. Du bringst Licht in unser Dunkel und lässt uns neue Wege erkennen. Du nimmst uns die Illusion von einer heilen Welt und lässt uns wirklich und wahrhaftig werden in dieser Welt. Wir bringen vor dich alle, die dich suchen, dass sie dich finden, und alle, die meinen, dich gefunden zu haben, dass sie dich erneut suchen. Wir bringen vor dich
alle, die Hunger leiden, dass sie gesättigt werden, und alle, die satt sind, dass sie die Hände öffnen. Wir bringen vor dich alle Kranken, dass sie Trost und menschliche Nähe erfahren, und alle Gesunden, dass sie dankbar für ihr Leben sind. Wir bringen vor dich alle, die in Not und Elend leben müssen, und alle, die im Überfluss leben, dass Gerechtigkeit geschehe. Lass uns alle unsere Verantwortung füreinander und für diese Welt erkennen. Und lasst uns jetzt beten, ganz so, wie Jesus Christus uns das beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, unser Herr, der segne uns und behüte uns. Gott, lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott, der erhebe sein Angesicht auf uns, der schenke uns seinen Frieden. Amen.